Guten Abend und willkommen auf München-Augsburg. Wir fahren heute, ihr seht es schon, die Nightjet vorne dran. Haben wir die wundervolle Baureihe 101 und rüsten erstmal die Lok auf und dann gucken wir uns hier noch alles andere in Ruhe an. Machen uns mal ein bisschen Licht an und entsperren mal den Bremshahn. Lösen die Bremse, ziehen aber die. Huch. Na. So. Machen wir einfach den hier. Genau. Dann geben wir die Türen, nachdem wir den Fahrtrichtungswender reingesteckt haben. Auf der linken Seite frei. Störung. Störung. Dann stehen wir mal auf und schalten uns PZB, LZB und die SIFA an. Gehen hier mal auf Signalleuchte. Leuchten. Dann machen wir noch die Lichter im Zug an. Headlights machen wir mal auf, machen wir mal volle Power an, machen wir die Strahler an. Instrumentenbeleuchtung passt, Caplight Desk ist für den Moment in Ordnung. Machen wir uns hier noch die Beleuchtung ein bisschen höher. Genauso wie für die Indikatorlampen. Jawohl. Fahrtrichtungswender in Vorwärtsstellung. Bahnlinie ist an. Das passt alles, dann machen wir uns die AFB an. AFB. Können uns auch hier noch so ein bisschen Licht anmachen. Scheibenwischer brauchen wir nicht. Okay. Dann passt das alles. Dann steigen wir nochmal kurz aus und gucken uns mal an, was wir heute fahren. Also, wir haben vorne dran die Baureihe 101. Und hier hinten haben wir den Intercity-Wagen, gerepainted im Nightjet-Design. Das Repaint gibt es im Download-Bereich des Railsim-Forums. Und hier vorne haben wir noch ein paar ÖBB-Wagen für die zweite Klasse, ein paar normale Sitzwagen. Das sind natürlich auch Sitzwagen, das ist klar, weil wir einfach keine richtigen Liegewagen im Spiel haben, von daher. Aber das passt schon. Und diese Repaints, ich weiß nicht genau, von wem die sind, gibt es aber auch im Railsim Forum. Auch das Repaint ist sehr, sehr schön. Wir können auch hier mal ganz kurz einmal durch den Wagen marschieren. Ja, wundervoll, oder? Hier links haben wir noch einen Eurocity stehen. Auch das Repaint gibt es im Railsim Forum zum Download. Und dann würde ich mal sagen, es ist Zeit abzufahren. Okay, also Türen links zu. Schließvorgang eingeleitet. AFB stellen wir mal auf 40 und schalten Leistung auf. So, dann können wir hochgehen bis zu ungefähr 50 kN pro Fahrmotor. Ja, dieses Signal ist nicht ganz so realistisch, das kann man einfach mal ignorieren. Das ist halt so ein TSW-eigenes Signal.
So, dann befreien wir uns mal. Ich glaube, wir dürfen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ja, das Szenario habe ich mir selbst zusammengebastelt. Das gibt es nicht zum Download. Ich habe es auch bisher nicht getestet. Das heißt also eventuell könnte es passieren, dass wir irgendwo auf ein rotes Signal treffen und da dann nicht mehr dran vorbeikommen, weil ich irgendetwas falsch eingestellt habe im Szenario. Mal sehen, lassen wir uns mal überraschen. Aber ich dachte mir, ich würde ultra gerne mal wieder. Moment. Nehmen wir mal kurz die Signale ein bisschen auf etwas dunkler. Weil da vorne kommt uns ein Kollege entgegen, der auf unser Gleis möchte. Dem wollen wir ja nicht die Augen weglasern. Genau, also das Szenario habe ich auch bisher jetzt nicht getestet. Das ist praktisch jetzt der erste Run. Von daher kann alles passieren. Hallo, in der Baureihe 406. Wir fahren heute ohne Halt. Also sprich München-Pasing wird überfahren. Und wir dürfen jetzt auf die 140 hoch. Na gar nicht, 130. Wir beschleunigen natürlich sanft und langsam, weil wir ja schlafende Fahrgäste an Bord haben. Wir sind ja ein Nightjet. Ja, warum das Ganze? Ich hatte einfach mal wieder unglaublich viel Bock, in einem, erstens in der Baureihe 101 zu fahren, zweitens wollte ich die Nightjet-Wagen mal wieder fahren. Aber die bisherigen Nightjet-Szenarien, die ich so gefunden habe zum Download, sind halt allesamt tagsüber. Was natürlich sinnvoll ist aus der Perspektive, weil man halt nachts nichts sieht. Ne? Sehen wir, wie wir sehen, sehen wir nahezu nichts. Ich habe mich gerade ganz kurz gefragt, was das für ein rotes Licht war. Das war ja nur der Wagen. Ja, nachts sieht man halt nichts mehr. Aber ich finde, wenn man einen Nightjet fährt, dann muss es halt Nacht sein. So, da die Szenarien, die es so im Download-Bereich des Railsim-Forums und in anderen Foren gibt, allesamt tagsüber gesettet sind, jetzt was den Nightjet angeht, dachte ich mir, ich bastel mir das einfach selbst mal so ein bisschen zusammen, weil ich einfach darauf Lust hatte und dachte, dann nehme ich euch mal direkt mit. Und dann können wir uns zusammen das Ganze hier angucken. So ein bisschen KI-Verkehr ist auch mit verbaut. Nicht extremst viel. Aber hier und da steht schon was. Der Bahnhof stand ja auch schon in Eurocity bereit. Uns ist ja schon ein ICE entgegengekommen. Und ein paar weitere Züge werden uns auch entgegenkommen. Natürlich nicht so viele. Es ist ja auch schon spät. Wir haben jetzt schon 5 nach 12. Da ist natürlich klar, dass nicht mehr ganz so viel auf den Schienen unterwegs sein wird. Daher auch der KI-Verkehr ein wenig geringer gehalten. So, Ankündigung auf 60.
So. Sechzig sind erreicht. Geh noch mal mit der AFB runter auf die 60. Ja, das Signal finde ich immer noch komisch. 60 mit Ankündigung auf 60, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß aber noch nicht, ob das realistisch ist oder nicht. Huch, ups. Hallo? Wollte nur ein schönes Foto machen, jetzt werden wir hier die ganze Zeit hin und her geschossen. Dann lassen wir es lieber sein. So, wir dürfen jetzt gleich 130 fahren. Oder doch nicht? Na. Ja. 140 Ankündigung. Jawohl. Leistung raus. AFB-Hebel auf die 140. Und sobald schon der gesamte Zugverband drüber ist, schalten wir dann langsam wieder Leistung auf. Also ungefähr jetzt so. Wie gesagt, wir versuchen hier langsam zu beschleunigen. Wir haben immerhin viele schlafende Fahrgäste an Bord. So, AFB auf die 160. Können wir auch ruhig komplett durchdrücken. Denn die AFB ist schlau genug und stellt sich nicht auf eine Geschwindigkeit über 160 ein, solange wir nicht von der LZB überwacht werden. Ja, bisschen zu viel Leistung. Ja. Aber das dürfte auch nicht mehr lange dauern, bis wir mit der LZB fahren dürfen. Da vorne steht noch einer der letzten S-Bahnen des Tages. Also mal kurz die FPS einblenden. Ja, um die 40. 41, 42, 43 sogar. Ja, nicht schlecht. Gefällt mir. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal erklärt. Ich habe lieber etwas weniger FPS, dafür ein hübscheres Bild. Dafür eine bessere Grafik. Ich finde, das kann man ruhig so in Kauf nehmen. Signale sind grün. Beziehungsweise unser Signal ist grün. Die anderen interessieren mich nicht. Ja, endlich wieder 101. Nein. Hier vorne noch eine 423.
finde nach wie vor die bisher beste Lok im TSW. Ohne Frage. Und auch auf den deutschen Schienen. Zumindest was jetzt die Gegenwart angeht. Aber das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung. Jawohl, da hat sich die LZB gemeldet, also können wir auch den Leistungshebel komplett durchdrücken. Genauso wie den AFB-Hebel. 200 sind freigegeben. Und wir kümmern uns jetzt nur noch um die SIFA. V-Ziel 120, das klingt nicht gut. Das ist nicht geplant. Mal schauen, warum. Oh, da kommt uns jemand entgegen. Ups. Was war das denn? Da hat was gefehlt. Okay. Interessant. So, ich weiß immer noch nicht, was uns erwartet. Warum wir langsamer fahren müssen. Ja. Okay. LZB Ende. Warum? Ach, fahren wir jetzt über die Regionalgleise? Offensichtlich, oder? Okay. Dann wurden wir jetzt einfach mal umgeleitet vom Fahrdienstleiter. Oder der Fahrdienstleiterin. Interessant jedenfalls. Interessant. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass wir nicht irgendeinem Zug hinterherfahren, der dann meint, irgendwo auf der Strecke stehen bleiben zu müssen. Huch, da hat es ganz kurz geradschlupft. Gut, unseren Gästen kann es egal sein, die schlafen sowieso. Die müssen davon nichts wissen. Schon ein krasses Gefühl, wenn man so durch die Nacht fährt und nahezu nichts sieht. Okay, wir haben immer noch grün. Gut, solange wir grün haben, ist das in Ordnung. Dann fahren wir halt nicht mit der LZB, sondern heute nur auf den RE-Gleisen, warum auch immer. Dann ist das halt so.
Vermutlich finden irgendwelche Bauarbeiten gerade statt auf den Hochgeschwindigkeitsgleisen. Irgendwelche Wartungsarbeiten. Muss ja mal passieren, ne? Auch so ein Signal muss ja mal gewartet werden, oder? Die Oberleitung. So eine Oberleitung ist ja auch generell ziemlich starken Kräften ausgesetzt. Also wenn man mal überlegt, so ein Hochgeschwindigkeitszug hier auf dieser Strecke fährt 250, glaube ich, in der Spitze. So, und da ratscht halt mit dieser Geschwindigkeit dieser Stromabnehmer dran vorbei. Und das halt regelmäßig, so auf dieser Strecke München-Augsburg passiert das alle paar Minuten, also mehrmals die Stunde definitiv. Kann auch mal so eine Oberleitung Schaden davon nehmen irgendwann. Kilometer noch ungefähr. Und Signale sind weiterhin grün. Ich frage mich natürlich, ob wir irgendwann in den PZB, in den LZB-Bereich wieder reingeleitet werden oder ob das jetzt dabei bleibt. Aber okay. Kann ich erst nicht beeinflussen. Ich bin ja nicht der Fahrdienstleiter. Wie findet ihr das eigentlich so? Videotechnisch? Ein Video in der Nacht? Oder doch lieber tagsüber? Was ist da so angenehmer zum Gucken? Also ich kann mir vorstellen, so ein Video in der Nacht ist sehr, sehr angenehm, wenn man sich das vielleicht abends anguckt, so im Bett. Wenn man vielleicht schlafen möchte, dann wird man auch nicht so krass geblendet, sondern hat halt diese Stimme, die hier so vor sich her spricht, so wie ich es gerade mache, und hat dann gleichzeitig dieses ambiente Fahrgeräusch. Jetzt gerade hier bei der Baureihe 101 ist es ja wirklich ein extremst schöner Fahrsound. Und dann wird man gleichzeitig auch nicht geblendet vom Bild. Ist das angenehmer? Mit dem Nachteil, dass man dann dafür nahezu nichts von der Strecke sieht? Oder sind dann doch lieber Strecken tagsüber angenehmer, weil man eben mehr sieht? Ich denke, die Wahrheit ist ein Ding aus beiden. Oh, das war ein gewaltiger Lag. Die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Was entweder heißen könnte, immer mal wieder Videos tagsüber und immer mal Videos nachtsüber. Oder man könnte das Ganze auch noch anders deuten und sagen, mehr Videos bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Aha, ja, das wäre ja auch noch eine Idee. Mache ich prinzipiell sogar eigentlich am allerliebsten. Denn, und das ist das Smarte dran, man sieht viel von der Strecke, hat eine schöne Beleuchtung und ist weder so krass geblendet, noch muss man damit kämpfen, überhaupt erstmal irgendwas erkennen zu können. Okay, ich habe mich festgelegt, es werden in Zukunft vielleicht etwas häufiger Videos, ja, so in der Dämmerung, in der Morgend- oder der Abenddämmerung kommen. Prinzipiell sogar am liebsten in der Morgendämmerung. Das ist so meine Zeit, mal. Das finde ich einfach persönlich am hübschesten, die Morgendämmerung. Das hat was. Sowas von Wiedergeburt oder Neuanfang. So. 21 Kilometer noch.
Also es müsste uns noch so ein bisschen was entgegenkommen. Eigentlich. Da ist er. Huch. Der klang ja komisch. Ja, die 185.5. Die MRCE 185.5 hat er jetzt auch mit dem Update ordentlich Soundverbesserungen bekommen. Da hat nämlich der Mike Golds dran gearbeitet von Transit Germany. Der wurde damit beauftragt und hat da gewisse Veränderungen, sehr, sehr positive Veränderungen hervorgerufen. Unter anderem bei der 185.5. In der saßen wir jetzt bisher noch nicht seit dem Update, werden wir aber natürlich noch machen. Und da ist, während uns hier ein Kollege entgegenkommt, okay, interessant, dass es eine 112 war oder eine 143. Eigentlich hätte es eine 146 sein müssen. Aber okay, der TSW ist da manchmal etwas eigen, was zufälliges Austauschen von Lokomotiven angeht. Im Fahrplanmodus finde ich das toll, dass das geht. Aber bei so Szenarien, wenn ich explizit eingestellt habe, soll eine Baureihe 146 sein, dann will ich auch eine Baureihe 146 sehen und keine Baureihe 112. Also, nettes Feature, definitiv. Im Fahrplanmodus super, aber bei der Szenarioerstellung, nee. Keine gute Idee. So, ich war bei der 185.5, die ein Sound-Upgrade bekommen hat. Da gibt es jetzt nämlich so ein... Wir haben es eigentlich gerade schon gehört, als sie dran vorbeigefahren ist. So dieses... Ja, dieses... Ich weiß gar nicht, was das für ein Sound ist, wo genau der herkommt. Aber so ein elektrisch erzeugter Sound, so ein Buzzen im Hintergrund. Und das klingt auch sehr, sehr cool. Das ist ein sehr, sehr cooler, eine sehr, super coole Veränderung. Das Problem ist nur, dass dieser Hintergrundsound unglaublich laut ist und sehr, sehr stark, ja, praktisch schon schrill in den Ohren liegt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das in Realität auch so ist. Und Mike Golds hatte da auch dazu mal geschrieben im DTG-Forum, dass er da eigentlich das Ganze abgecheckt und getestet hat und das Ganze für ihn ziemlich gut klang. Klar, der Güterzug darf auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke fahren und wir nicht. Also wer auch immer dieses Szenario erstellt hat, hat ja mal gar keine Ahnung von bahntechnischen Abläufen. Genau, da hatte der Mike Golds auf jeden Fall dazu geschrieben, dass das für ihn eigentlich noch alles in Ordnung klang. Also kann ich mir halt nur vorstellen, dass irgendetwas bei der Portierung des Updates, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Also ich bezweifle sehr stark, dass das von vornherein so gedacht war, dass das so klingen soll. Sondern dass irgendwo etwas schiefgegangen, was er selbst vielleicht gar nicht mehr beeinflussen konnte. Und jedenfalls ist halt eben dieser etwas nervige Sound, dieses Bissen im Hintergrund ständig vorhanden. Und dass man das jetzt so krass auch außen hört, so laut, das war mir nicht bewusst. Das habe ich auch bisher sonst bei keinem gelesen, aber vielleicht liegt das auch daran, dass es halt einfach nicht so oft bisher... Los, runter mit der Geschwindigkeit. Los, 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 los. 100. 90. Ah, verdammlich. Zwangsbremsung. 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 Zwangsbremsung.
Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Ja. Ja. Zwangsbremsung. Türfreigabe. Nee. Türfreigabe. Nein. Türfreigabe. Immer noch nicht. Zugbeeinflussung. Hast du es jetzt? Meine Güte. Das war aber jetzt aber auch knapp, ne? Ich finde es halt echt, echt, echt schwierig, wenn 160 fährt und dann eine Beeinflussung kommt. Zugbeeinflussung, Zugbeeinflussung. Ah, Gott. Hallo? Da. Was war das denn jetzt? Immer ist unser Signal wieder grün geworden. Das war beabsichtigt. Augsburg, 6,5 Kilometern. Ich hoffe mal, wir haben dir unsere Fahrgäste nicht aus dem Bett geworfen mit der Zwangsbremsung. Hahaha, unser Nightjet hat ja keine Betten. Diesmal nicht. Los. Los. Das ist ein rotes Signal. Das ist nicht voll. Türfrei.
Nein. Türfreigabe. Nix Türfreigabe. Okay. Ja. Upgrade auf Signalwechsel warten. Gucken wir mal auf die Karte. Also dieses Signal ist rot, weil hier ein Zug steht. Warum stehst du hier? Ist das ein Bahnsteig? Du hast ein rotes Signal. Weil. Dieses Signal auch rot ist. Warum ist das dann rot? Steht hier ein Zug an meinem Gleis? Nee, ne? Also müsste das eigentlich klappen. Wir machen mal Folgendes. Wir aktivieren mal den Drohnenmodus und statten mal dem Zug vor uns einen Besuch ab, um mal nach der Lage zu checken. So, hallo Kollege. Hier ist niemand drin. Augsburg. Hochzoll. So, und dein Signal ist rot. Es sollte aber nicht rot sein. Warum ist dein Signal rot? Deine Türen sind auch zu. Ups. Dein Signal war ja eh rot. Abgelehnt auf Signalwechsel warten. Ja gut, kann ich aber lange warten, wenn der hier nicht weiterfährt. Ja, rufen wir mal beim Stellwerk an, ne? Was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, greifen wir mal hier zum Telefon. So, geben hier mal die entsprechende Nummer an und lassen mal durchklingeln. Ja, hallo, hier ist der Nightjet auf dem Weg nach Augsburg Hauptbahnhof. Kannst du mir verraten, warum ich hier vor einem roten Signal stehe? Aha. Oh, okay. Okay, also die 146 vor mir, der Regionalexpress, der hat wohl eine Störung, weil der Hauptschalter einfach so rausgeflogen ist. Habe ich das richtig verstanden? Aha. Okay. Und was mache ich jetzt? Okay, ja. Das muss ich dann jetzt meinen Fahrgästen, glaube ich, mal erzählen. Hoffentlich
Wecke ich sie damit nicht auf? Ja, okay, wiederhören, tschö. Okay, also ich habe mit dem Günther vom Stellwerk gerade telefoniert und der hat mir gesagt, dass der Regionalexpress vor uns leider liegen geblieben ist und ich mal ganz kurz meinen Fahrgästen einen Funkspruch mache. Gute Nacht, verehrte Fahrgäste, ich bitte diese Durchsage am späten Abend zu entschuldigen. Möchte Sie aber darüber informieren, dass vor uns ein Zug liegen geblieben ist. Die Abschleppaktion dieses Zuges kann sich noch ein wenig hinauszögern, allerdings sind da schon bereits die KollegInnen dran. Für uns bedeutet das, dass wir mit Verspätung von in etwa voraussichtlich einer halben Stunde Augsburg Hauptbahnhof erreichen werden. Wir bitten sehr, diesen Umstand zu entschuldigen. Für mögliche Fragen bitte wenden Sie sich an das Personal vor Ort. Genau, ja. Ja, so ist das. So ist das leider im Bahnverkehr, dann passiert auch mal sowas. Von daher danke ich euch an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt noch Geduld und ja. Springt jetzt nicht, kommt jetzt nicht auf die Idee, aus dem Zug einfach rauszuspringen und den Weg nach Augsburg zu laufen. Das wäre nämlich keine gute Idee. Ich hoffe, dass ihr aber beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.